Hallo und willkommen zurück bei Pretty Old Pixel. Mein Name ist Dirk und wir spielen heute wieder Kabuki Quantum Fighter für das NES. In der letzten Runde haben wir Level 2 geschafft und ich habe mich damit da ein bisschen schwer mitgetan. Ja, habe ein paar Leben verloren und wie ich jetzt gerade herausgefunden habe, die Continues, die ich da so schnell weggeklickt habe, die sind nicht unendlich. Ich bin da so ein bisschen drauf trainiert. Wenn ich sehe Continue und dann eine Zahl dahinter, dann drücke ich eigentlich immer sofort A, weil es könnte ja ein Countdown sein. Und ich sah beim letzten Mal Continue 3 und ich habe gleich drauf gedrückt. Und dann habe ich, glaube ich, noch ein Continue gebraucht und da war schon nur noch 2. Was bedeutet, das sind hier keine, das ist kein Countdown, den ich da gesehen habe, sondern das waren tatsächlich die Continues, die ich habe. Und da ich jetzt schon Continue 3 und 2 verbraten habe und nur noch eins übrig habe, denke ich mal, wird mir das im späteren Spielverlauf böse auf die Füße fallen. Deshalb habe ich gerade Level 2 nochmal durchgespielt und dabei kein Leben verloren und kein Continuum benötigt, bemüht. Blubs. So gesehen nicht schlecht, allerdings muss ich zugeben, ich habe gerade, der Level war einfach, aber ich habe eine halbe Stunde bestimmt am Endgegner dran gesessen, denn ich dachte ja beim ersten Mal, dass er im Spielverlauf, also je weiter man ihn runter kämpft, desto stärker wird er, dass er sich dann hinterher nochmal teilt oder mehr von diesen Leuchtkugeln um verschießt. Er hat sich gerade herausgestellt, anscheinend hat das gar nichts mit seiner Stärke zu tun, sondern das ist mehr random. Und es ist mir gerade die ganze Zeit passiert, dass er gleich mit den stärksten Waffen zu Anfang ausgeholt hat. Und ich habe sowas von kein Land gegen den gesehen. Aber irgendwann hat das dann noch wieder umgedreht und dann ging es wieder. Naja, okay. Also schauen wir uns jetzt Level 3 an. Und ich habe keine Ahnung, was mich da erwartet, aber ich drücke schon wieder den A-Button. Oh, das ist mal blau und ich habe keinen Ton. Verdammt. Da muss ich wohl nochmal aufhören. So, jetzt auch mit Ton. Und ehrlich gesagt im dritten Anlauf, denn dieser Level ist die Hölle. Ich weiß nicht, ob ich die ganzen Tote vielleicht später dann irgendwie zusammenschneide oder so. Ich weiß nicht, ob es lustig ist. Wahrscheinlich ja. Aber im Moment ist es für mich gerade irgendwie sehr nervig. Dieser Level hat sehr viele genau getimte Sprungeinlagen und erinnert dabei ein wenig an. An Batman für das NES. Unter den nervigen Sachen sind nicht nur diese Kugeln, sondern auch sämtliche Arten von Eisblöcken und Förderbändern. Und bei den Eisblöcken zum Beispiel ist das schöne Problem, was wir gerade gesehen haben, einmal drauf aufgekommen, wieder abgesprungen, hat man das Momentum, was man zuletzt hatte. Das behält man bei. Was so ein kleines Problem ist, wenn man präzise springen will. Ja. Genauso wie dieses merkwürdige Hochjumpen gerade, aber das kriegen wir hin. Oh, das kriegen wir nicht hin, weil diesmal der zweite schon vorher gespawnt ist. Nicht alle Gegner spawnen und man könnte auch links lang, aber das kriege ich irgendwie nicht hin. Weil ich keine kleinen Sprünge mehr beherrsche, warum auch immer. Groß anscheinend, aber gerade auch nicht. Herrgott. Jetzt ist der untere despawned, auch sehr schön. Nein! Ich will doch nur nach oben. Ein Tänzer will nach oben. Ja, man hört vielleicht schon so einen kleinen Frustfaktor heraus. Weil ich kämpfe mehr mit der Steuerung als mit den Gegnern. Und so richtig fair ist es irgendwie auch nicht bisher. Ja, das Spiel ist unfair. Ja, ich habe wieder das letzte Momentum beibehalten. Nein, das habe ich das andere Momentum beibehalten. Ah. Man erkennt das Problem vielleicht. Ich wollte gerade überhaupt nicht zurücklaufen. Aber es ging nicht anders. Ja. Nein. Okay, so, Moment, jetzt kann ich aber hier meinen Super Dreierschuss nicht einsetzen. Kann ich irgendwie nicht, okay. Dann lasse ich mich nochmal grillen und falle nochmal runter. Oh Gott. Okay, das hat keinen Sinn. Ich habe nämlich einen tollen neuen Dreierschuss hierbei, der mir gar nicht so viel hilft, wie ich gedacht hatte. Ja, und das ist sowieso schon wieder tot. Das können wir abkürzen, denn das funktioniert so nicht. Also, nochmal. Dieser Level ist irgendwie. Ich wurde vorhin auch schon häufig getroffen, weil das Feuer da oben von dem irgendwie durch die Decke wirkt. Ja, ich schaff das. Ich habe ein gutes Gefühl. Beim dritten Mal klappt's bestimmt. Na, schon wieder. Kann ich es vielleicht auf den Controller schieben?
Nee, wahrscheinlich nicht, weil ich habe hier extra einen neuen Controller, der auch wirklich NES-ähnlicher ist. Und nicht mehr das Microsoft Xbox Gamepad. Und eigentlich klappt das damit besser. Aber vielleicht war das Spiel von Anfang an so unschön. Ich habe das ja damals nie gespielt. Kann sein, dass mir dann diese besondere Spielweise bisher einfach nur entgangen ist. Und es spielt sich wirklich so schlimm. Ah, ich habe schon wieder ein Momentum. Ah! Nein, ich will nur nach oben. Nein, ich will gerne nach oben, wenn das Ding nicht da ist. Lässt sich das einrichten. Was war das? Was war das denn gerade? Oh, ich hab's geschafft. Ich hab's nicht geschafft. Ich hab's geschafft. Ich hab auch das geschafft. Haha. Ich sollte zwischenspeichern, glaube ich. Sonst ärgere ich mich gleich. Ich speichere mal zwischen. So, und das Zwischenspeichern hat sich schon voll ausgezahlt, denn ich bin schon zwischendurch wieder zweimal draufgegangen. Unter anderem, weil ich auch permanent an diesen Dingern so nachbounce. Nein, lass mich hier weg. Ja. Wir sehen hier übrigens rechts die Messer, die rotieren, und links die Lava und das Feuer und das Ganze, was so typisch in einem Rechner ist. Das kann einen beides gleichermaßen töten, aber ich vermutlich. Was war das denn schon wieder? Vermutlich wollte der Programmierer einfach mal ein bisschen Abwechslung in die Dinge reinbringen, die einen hier umbringen können. Ha, der kurze Sprung hat auch funktioniert. So, ich habe herausgefunden, ich kann den links unten so wegmachen und habe es ein bisschen einfacher. Weil. Ja, nicht viel, weil hier dran vorbeizukommen, ohne gegrillt zu werden, ist auch unmöglich. So, und der kommt jetzt raus. Aber ich kann das umgehen, wenn ich einfach links stehen bleibe. So, jetzt mal sehen, wenn ich muss also eigentlich drüber springen, wenn er hier ist und nach rechts laufen, ne? Ja, so geht's, so geht's. Okay, soweit war ich vorher nicht. Schon wieder so eine Schicksalssprunge. Ah, schon wieder dieses Nachbouncen. Also man muss halt nach oben drücken, wenn man an die Dinger dran springt und dann manchmal bounce man so blöd nach. Ja, ich weiß, was du machst. Ich probiere es mal. Ja. Ah, nein, ich wollte davon vorbei. Okay, was macht der da? Das sieht gut aus. Haha! Im dritten Anlauf geschafft. Meine Güte, ist das kompliziert. Immerhin, ein bisschen Leben kriegen wir zurück. Das war echt anstrengend jetzt. Und schon sehen wir einen Endgegner. Der ist aber sehr groß und rot. Was mache ich denn mit dem? Erstmal. Das ist ja widerlich. Okay, offensichtlich kann ich ihn so nicht angreifen, wenn er da so rumzoomt. Ah, er hat eine Höhe gefunden, die mich auch treffen kann. Wunderschön. Was ist das? Ach ja, ich hab nichts mehr. Blöd. Da muss ich einfach warten, bis er. Komm runter. Oh. Das ist ja jetzt fast. Das ist ja als Endgegner fast noch human im Vergleich zum letzten. Aua. Ja, gut, vielleicht auch nicht. Aber ich habe schon ein bisschen. Ah, ich habe es wieder vergessen. Ich hätte mich ducken müssen. Na gut, aber den Sachen kann man ausweichen. Alles gut. Der ist fast schon einfach. Gut, meine Chips sind gleich alle, aber kein Problem. Ich habe ihn ja schon ziemlich weit runtergekriegt. Dem kann man gut ausweichen. Scheiße. Da habe ich gerade vergessen, richtig zu springen. Da auch. Triss mich nicht. Triss mich nicht. Okay, triffst mich. Ah, ich wollte nicht springen. Okay, vielleicht ist er doch nicht so einfach, wie ich dachte. Ey, könnte doch ein bisschen komplizierter sein, ja. Oh oh. Ja, er ist ein bisschen komplizierter. Ich sollte vielleicht meine Chips später.
Ach komm, egal. Ich mach das jetzt trotz Continuous einfach mal durch. Und muss dann den ganzen Krempel hier nochmal spielen, aber egal. Och nö! Och nö, ich mach's doch nicht! Und noch ein Versuch. Ich würde gerne viel dazu erzählen, nur ist es gerade etwas anstrengend und ich habe schon 4 Versuche hinter mir. Deshalb, genießt das Spektakel. Genießt den nächsten Versuch, das hier wird keiner. Ich bin völlig raus aus dem Timing. Ich bin völlig raus aus dem Timing. Doch nicht raus aus dem Timing. Ja, fast. Huh. Das war knapp. Ich hatte das eben nochmal zu Ende gespielt und ich habe die Aufnahme vergessen. Nur hatte ich es endlich geschafft und habe schon alles erzählt, um hinterher festzustellen, du hast den Aufnahmebutton vergessen. Okay, das Spiel nimmt einen doch mehr mit als geplant. Das war jetzt auch eine ziemlich knappe Kiste. Okay. At last, our hero has been linked up with the program area. Was immer das bedeuten mag. His present location. Having destroyed the defenses in area 3. He is proceeding into Area 4. Damit konnte niemand rechnen. Colonel, answer. Colonel O'Connor. Das sieht nicht aus wie Colonel O'Connor. This is Scott. Wir sind jetzt per Du. Why were the communication lines disrupted after that last big shockwave? Ich habe keine Ahnung, ob da eine Kommunikationslinie war, geschweige denn weiß ich, was er mit der Shockwave jetzt meint. Your entry point has been sealed off. Jo. After you destroyed the defense circuits in area 3. Okay. We found a special Circuit. Oh, a special circuit. Ein chinesischer Spionage-Circuit oder sowas. And there is a new batch of enemies. Och, das ist ja nett. Get to the defense circuits in area 4 as fast as you can. Ich glaube nicht, dass ich eine Wahl habe, denn das ist ja hier ein Schlauchlevel sozusagen. Ich habe Quantenbomben. Ich kann die Schaltkreise in die Luft sprengen. Finde ich gut. Aber das machen wir dann erst in der nächsten Folge. Diese Aufnahme hat lange genug gedauert und war auch echt schwierig genug. Also, so ein leichter Anstieg vom Schwierigkeitsgrad ist schon da. Aber ich denke mal, wenn man das halt wenn man das Ganze früher ausgiebig gespielt hätte, ja, dann wäre es nicht so schwierig, dann wäre ich da wahrscheinlich auch besser drin. Das ist jetzt mehr oder weniger
durch den ersten Kontakt bedingt, dass das bei mir jetzt ein bisschen länger dauert, dass ich da erst eine Lernphase für brauche. Ich hoffe, die ist beim nächsten Level ein bisschen kürzer. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.